100 Jahre ist es nun Jung, das italienische Dörfchen in Dresden. Ein ganzes Wochenende wurde dieser Geburtstag gefeiert. Startschuss war am Freitagabend. Auf die geladenen Gäste wartete ein Abend mit Musik, Gaumenfreuden und Erinnerungen an die 100-jährige wechselvolle Historie des Hauses und des Ortes. Das italienische Dörfchen, Bauhandwerkersiedlung zur Errichtung der Hofkirche, die Gaststätte italienisches Dörfchen, Bauarbeitergaststätte für die Handwerker, Kunsthandwerker und Künstler, in deren Händen der Wiederaufbau der Oper lag. Neben Professor Dr. Gerhard Glaser gab es noch weitere Gratulanten, so auch Andrea Dombois, die stellvertretende Landtagspräsidentin. Die Dresdner Oberbürgermeisterin Helma Oros gratulierte ebenfalls zum 100-jährigen Bestehen. Ich erinnere mich dankbar an die vielen Besuche mit Gästen der Stadt und an deren Begeisterung über das Ambiente und den Service in diesem wunderschönen Haus. Ich hoffe in diesem Sinne, sehr geehrter Herr Wiese, zuversichtlich auf eine weitere gute Zusammenarbeit mit Ihnen. Das italienische Dörfchen gilt als wunderbare Verbindung von Gastronomie und Kultur in Dresden. Der Chef des Hauses, Uwe Wiese, erinnert sich an die unterschiedlichsten Gäste. Es gab ganz viele Höhepunkte. Wir haben natürlich ganz, ganz viele Hochzeiten wieder. Das italienische Dörfchen war ja früher schon das Haus der Hochzeiten. Bei uns heiraten jetzt circa im Jahr 60 Paare. Das ist sehr viel. Aber natürlich auch Begegnungen mit Künstlern, Politikern, Sportlern, wo man dann immer überlegt, das ist toll, dass man den mal sieht. Also Gorbatschow als Beispiel oder Christe Birk oder Udo Jürgens. Also es waren ganz, ganz viele hier. Verbunden ist das italienische Dörfchen aber auch mit dem Namen Altmann. Die Hamburger Familie hatte 1993 das Haus mit großem Aufwand denkmalgerecht restauriert. Das italienische Dörfchen ist für uns eine ganz positiv einsame Geschichte. Sowas kann man nicht wiederholen. Der Platz ist einmalig, die Situation ist hervorragend. Und wenn wir schon in den neuen Ländern, wenn ich das noch so sagen darf, etwas unternehmen, dann ist diese Stadt Dresden eine von den ersten Bereichen. Das italienische Dörfchen ist eine über Deutschlands Grenzen hinaus beliebte Gaststätte. Die Gäste am Geburtstagsabend wissen das und fast jeder von ihnen hat eine eigene, schöne Geschichte zu dem Haus und dem Lokal. Bei der Sanierung des italienischen Dörfchens habe ich persönlich Freunde kennengelernt, die heute oder Leute kennengelernt, die heute meine Freunde sind. Über 20 Jahre. Das verbindet mich hauptsächlich mit dem italienischen Dörfchen. Wie ich damals 1990 hier vor dem italienischen Dörfchen stand, da kam ein rührender, netter Mensch auf mich zu und sagte, darf ich Ihnen das alles mal ein bisschen erklären? Und da hat er mir so diese Feinheiten auch vom Schloss erklärt, auch mit den Figuren. Das war sehr witzig und sehr beeindruckend und das werde ich nie in meinem Leben vergessen. Mit dem Uwe Wiese verbindet mich eben eine Zusammenarbeit durch den Semper-Opernball. Dort haben wir uns schätzen gelernt und ich freue mich, dass ich heute Gast sein darf. Das war der Geburtstag, ich weiß nicht, wie viel davon an Altmann, vor 10 Jahren, ne? Der 60. Geburtstag. Das war so ein Abstand von 10 Jahren schon fast und mittendrin, also 10 Jahre vor jetzt. Und da haben wir bis früh um 3 Rotwein getrunken und dann hat man uns rausgeschmissen und das war schön. Ich habe hier meinen 60. Geburtstag erlebt, kommt auch noch hinzu. Dann kommt hinzu, dass ich mit Uwe Wiese ein sehr gutes, herzliches Verhältnis habe, sehr offenes, direktes und er nimmt auch gerne Kritik entgegen oder ich auch. Und das ist für mich einfach das italienische Dörfchen. So hat ein jeder eine Erinnerung an dieses Kleinod am Theaterplatz in Dresden mit seiner wechselvollen Geschichte. Der größte Wunsch von Inhaber Uwe Wiese ist gleichzeitig eine Einladung. Eine Einladung an die Bürger der Stadt. Die Dresdner kommen immer, wenn sie Besuch haben und wenn sie sagen, unser italienisches Dörfchen, da kommen sie gern. Aber der Dresdner sollte auch so mal ein Bier trinken kommen, sollte auch so mal eine Tasse Kaffee trinken kommen. Für die Gäste am Geburtstagsabend gab es zum Ausklang noch einen musikalischen Leckerbissen. Entertainer Rainer Luhn überraschte die Gäste mit den schönsten Operettenmelodien. 100 Jahre italienisches Dörfchen, ein Kleinod in Dresden, das seine Gäste auch in den kommenden Jahren herzlich empfangen wird.